Herzlich willkommen aus Leipzig, aus dem Zentralstadion. Dieses Stadion, das ja für die Weltmeisterschaft richtig modernisiert wurde. Ein schönes Stadion und ich weiß nicht, wenn Sie gleich die Aufnahmen sehen, wenn Sie an den Himmel schauen, das schaut nicht so aus, aber es ist unheimlich warm hier. Das Wetter sieht beinahe schon so aus, als würde es hier demnächst zu einem Hitzegewitter kommen. Wir schauen auf die Aufstellung beider Mannschaften. Die Italiener haben Sie gerade gesehen, unverändert zur Europameisterschaft 2012 mit Mario Balotelli, Cassano, Pirlo, Montolivo spielt, also im Tor Buffon, und Sie sehen hier den Blick in die Katakomben, wo die Mannschaften sich sammeln, und jetzt geht es los auf den Platz zu diesem 12. Spiel, das wir übertragen, und gestern hat ja bereits Frankreich das Turnier hier begonnen. Und die Italiener wollen natürlich heute hier in dieser Gruppe mitziehen oder möglicherweise noch vorbeiziehen. Eigentlich ist ein Sieg eingeplant, aber an den Serben, da sind die Deutschen 2010 schon gescheitert, kann man ja nicht sagen. Aber es war ein Problem. Sie haben gewonnen und sie sind schwierig zu spielen und das wissen auch die Italiener. Aber die erste Chance gehört den Italienern, Einwurf Abate. Pirlo am Ball und jetzt der lange Ball raus auf Abate, da kommt die Flanke und Mario Balotelli mit seinem ersten Kopfball auf das Tor von Stojkovic. Also ein Auftakt nach Maß für die Italiener, die dieses Spiel eigentlich gewinnen sollten. Im zweiten Spiel wartet mit den Franzosen eine nicht so leichte Aufgabe. Im letzten Spiel die Finnen schlagbar und das ist Ziegic! Und Buffon hält die Italiener da kurzfristig mal im Spiel, weil man dachte, ja, Ziegic da durch, was für ein Pass. Und Buffon, und der wäre drin gewesen. Ecke Tosic. Jetzt Chiellini. Können sie jetzt nach dieser Ecke kontern? Balotelli. Von Kuzmanovic bedrängt. Italien bleibt am Ball. Balotelli. Cassano auf Marchisio. Das hat er gut gesehen. Wenn jetzt der Ball nach vorne kommen würde. Marchisio. Balotelli. Chiellini, Montolivo, Balotelli nochmal. Italien hält weiterhin den Ball. Marchisio. Müsste den Ball reinbringen. Ecke Italien. Und Pirlo legt sich den Ball hin für die Ecke. Pirlo auf Balotelli, etwas zu ungenau. Aber wieder die Italiener. Abate hoch rein. Ein Spiel, das wir hier in den ersten Minuten immer wieder beobachten können. Italien bringt die Bälle rein und die Serben sind nur dabei, hinten die Bälle rauszuhalten. Montolivo. Harmloser Schuss. Etwas zu viel des Guten, der Schuss von Montolivo. Abstoß, Stojkovic. Wurde noch nicht wirklich geprüft. Also die ganz gefährlichen Chancen haben sich die Italiener für später aufgespart. Tosic. Gibt es die Überraschung der Serben? Wieder die Italiener, Marchisio. Missverständnis mit De Rossi. Und Marchisio etwas glücklich zum Ball und Cassano, jetzt hat er etwas Platz über links am Strafraum gegen Ivanovic und der kann sich da durchsetzen gegen Antonio Cassano. Hat mir gut gefallen bei der Europameisterschaft, beide, Cassano und Balotelli.
Italien hat beeindruckt, auch wenn sie dieses Finale letztlich mit 4:0, das war eine sehr unglückliche Sache. Spanien war natürlich besser, aber 4:0 etwas zu viel, meiner Meinung nach. Kuzmanovic, was können die Serben gegen diese Italiener entgegenhalten? Sigic auf Ninkovic. Solche Bälle sind es, die die Italiener überraschen sollen. Aber die stehen hinten, wenn man mal diese Chance da am Anfang rausnimmt, stehen die Italiener ziemlich gut. Früh die Bälle ab und es gibt Freistoß für Italien. Und der ist berechtigt, aber zu weit für Pirlo. Chiellini mit der Hereingabe und Serbien dazwischen. Und auch das etwas zu harmlos. Dieser Schussversuch, also Leipzig sieht bislang ein sehr lebendiges Spiel. Stojkovic, der Abstoß des serbischen Keepers. Jetzt mal der lange Ball auf Sigic. Aber die Italiener wieder dazwischen. Chiellini. Pirlo. Montolivo. Verliert den Ball und wieder ist einer da, um den Ball dann wieder zu behaupten. Das machen die Italiener sehr gut gegen die Serben. Einwurf Serbien. Kuzmanovic. Sigic. Ja, die Italiener, das letzte Turnier in Deutschland 2006, das haben sie gewonnen. So will man natürlich dieses Jahr weitermachen. Aber 2006 war die spanische Mannschaft natürlich noch nicht so stark. Freistoß für die Italiener nach dem Foul des serbischen Kapitäns. Montolivo. Pass auf Cassano, etwas ungenau. Und jetzt mal die Serben. Ninkovic. Krasic. Etwas Platz da über rechts. Chiellini. Etwas ausgetanzt. Und jetzt Kaca. Das ist die Chance. Das ist der Kopfball von Sigic. Leichtfertig vergeben. Diese nächste Großchance der Serben. Die Flanke von Kaca, die ist richtig gut. Und etwas zu weit am Tor vorbei. Abstoß. Buffon hat sich entschieden, dieses Turnier zu spielen. Einer der drei besten Keeper, die wir bei diesem Turnier ja haben. Zusammen mit Neuer und Casillas. Kuzmanovic scheitert an Abate. Pirlo. Wo sind die großen Aktionen der Italiener geblieben? Montolivo. Und vorne in der Spitze fehlt immer einer. Das liegt an dieser Doppelspitze, mit der die Italiener spielen. Alle, die meisten Mannschaften ja nur mit einem Stürmer. Und das ist die Möglichkeit. Sigic. Buffon ist da. Ecke Krasic. Und das ist Sigic. Meine Güte. Vergeben die hier die Chancen. Die Ecke gut gemacht. Gut getreten von Krasic. Und dann etwas zu hoch der Kopfball von Sigic. Die erste Halbzeit neigt sich dann auch dem Ende und es scheint, als wäre hier das Tor für die zweite Halbzeit aufgehoben. Krasic, nochmal Kaca. Sigic, wieder Krasic. Da auf der rechten Seite von den Serben aus gesehen, da ist etwas Platz. Alle drei guten Flanken über die rechte Seite und das ist Sigic und Ninkovic und Buffon. Wieder am Ball. Das war jetzt die dritte oder vierte gute Aktion der Serben, die sie vergeben. Die hätte drin sein können bzw. müssen. Serbien vergibt leichtfertig die Chancen. Italien hat wenige bislang gehabt. Sie sehen das. Kein Schuss aufs Tor. Kein Auftakt nach Maß für den Vize-Europameister 2012 und den Weltmeister 2013.
6. Immerhin nicht das Gegentor kassiert. Und in der zweiten Halbzeit, da werden die Italiener sich auf diese Serben eingestellt haben und werden die Chancen hoffentlich auch mal etwas mehr nutzen. Ansonsten kann es hier die Überraschung geben, dass die Serben sich überrascht durchsetzen. Aber dafür müssten sie an Buffon vorbei. Und das ist keine leichte Aufgabe, an Gianluigi Buffon vorbeizukommen. Hat gute Aktionen in der ersten Halbzeit gehabt. Manche Bälle wären drin gewesen. Zum Beispiel dieser. Etwas zu direkt auf den Mann. Und wir melden uns dann wieder zur zweiten Halbzeit Italien-Serbien. Bis dann.